Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Divinity Original Sin 2. Wir befinden uns gerade im Tempel von Duna und stehen jetzt am Ende des Tempels. Und da vorne, mal einen kurzen Schock sehen, dann auch geschwind alles rundherum looten. Verfluchter Ritter von Duna. Und naja, der Beobachter hat uns ja darum gebeten, dass wir ihn so quasi, erlösen. Und das werden wir natürlich auch machen. Denn niemand kann einen verfluchten Ritter gebrauchen. Schaut so witzig aus, wie er geht mit seinen kurzen Fies. Oh Gott, so viel Vasen. Okay. With great armored fists, the knight of Duna pounds his own helmet rhythmically. The helmet has buckled inwards in places. Rivulets of blood trickle from beneath the visor. Come, hear my jerk. What is it that I got? Dem Ritter sagen, dass er aufhören soll, sich so zu schlagen. Dies ist deinen Leuten ein heiliger Ort. The knight rams his fists into his helmet. The metal groans inwards. Surely none could survive such pressure. And yet... There is nothing sacred here. There never was. He showed me. It's all a joke. There's nothing to guard. Only lies. You'll see for yourself once you're dead. Ja, ich werde da mit Gedächtnis antworten. Ihm sagen, dass er sich zusammenreißen soll. Er ist ein Ritter Dunas, kein gackernder Irrer. Oh shit. Enough words. Show me your steel. Ah, Mist. Gott, das Ding ist halt jetzt, ihr könnt natürlich mit der Teleporter-Pyramide die anderen alle herporten. Aber es kann dann natürlich sein, weil die sind ja keine Zwerge, dass dann alle anderen Statuen da auch erwacht werden. Und deshalb werde ich das jetzt mal lassen. Und ich werde schauen, dass ich meinen Feindes Allah hinkriege. Ich kann sie ja jederzeit herporten, so ist es ja nicht. Haben wir einen guten Feuerball noch rein? Na Schatz, geht sehr viel gut aus. Haben wir noch einen Blitz? Müsste da eigentlich... Boah, voll kruckelt jetzt gerade. Hey. Gnade des Beobachters. Der Ritter von Duna ist tot. Ja, blöd, dass wir es nicht geschafft haben, da einem zu überreden, ne? Carved onto the face of the altar is it in honor of Duna. You open your eyes and look out over a swamp. The air is heavy, fetid and choking. Above it all, partially masked by the miasma, then you step back from the altar, the vision fading before you. Duna Mond. Ja. Die wird jetzt nicht looten, weil da weiß ich nur, die haben eigentlich nichts dabei so. Oh, aber die Leiche, die kann man nur looten, ist auch nichts drin. Ja, gut. Dann würde ich sagen... Mhm.
sind alle jetzt zerbrochen. Die Statuen, die Granitdinger da. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das dem Beobachter so passt, ne? Dass der jetzt ein Tod ist. Aber mal schauen. Ich werde jetzt einfach mal darauf. Okay, komm da gar nicht hin. Das ist ja doof. Warum ich da immer das Zeug da drin habe? Nein, oh Gott! Und wir porten uns zu Blau. Den nochmal speichern. Und dann gehen wir da hoch. Und schauen wir, ob wir jetzt eine Belohnung kriegen. Ah, okay. Please accept this with my thanks and the thanks of all those I served alongside. The blessings of the original seekers upon you. She hands you a small yet heavy trinket, crafted of tarnished metal. Though cold, it feels comforting to the touch, like a worry stone or a familiar childhood toy. Oh, und dann noch. Verschießt 3 Sporen mit ätzender Säure. Ui, das ist nicht schlecht. Ja. Ah, ich nehme die Stiefel. Kann ich was reden? Nö. Ja, gut. Aber Fane hat, glaube ich, seine Maske wieder auf. Also nicht seine Maske, sein Helm. Ja. So gefällt er mir schon besser. Okay. Jetzt ist halt so, dass ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr weiß. Also wo ich jetzt hingehen muss, so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alle Altäre habe. Ich schau mal. 1, 2, 3, 6, also 7. Falsch. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einer fällt mir. Ralik. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Dunax und Nessus, hier sind Delius, Amadia, Ralik. Ich weiß aber auch nicht, wo ich. Also wo ich jetzt noch hingehen könnte oder so. Oh, warte mal, da war ja. Okay, warte mal. Da war ja auch noch irgendwas mit dem Wasser. Achso, mit dem Wasserdingsbums da, oder? Zur Rachefürstin? Nee. Schrein von Xantetza. Was ist das? Hoppla. Lager des Schwarzen Rings. Okay, wir schauen jetzt einfach mal da hoch. Wenn wir da irgendwie hinkommen. Magister, dead on the beach. What a surprise. The seaside doesn't suit them, does it? Mm.
Ja. Ah, nicht da hoch. Da war das doch. Frohgier, genau. Komm da nicht hin. Wie kriege ich das Wasser weg? Schaut mal, was wenn ich jetzt da hergehe? Schaut mal, das ist ja eine Truhe oder so. Vielleicht kann ich mich da irgendwie hochporten. Wir probieren es einfach einmal. So, liebe Sibyl. Oh. Okay. Man kommt da so weit hoch? Warte mal, jetzt aber. Okay, aber nicht weiter, so wie es ausschaut. Aber die Truhe hätte ich eigentlich schon ganz gern. Zu weit. Cool. Na gut, das ist zwar ganz cool, aber ich komme da halt trotzdem nicht hin, wo ich hin mag. Ich schätze mal, nur weiter im Norden ist ja nur so ein Lager vom schwarzen, von den schwarzen Dings, die Bumps sind. Eh schon da. Und da ist doch auch irgendwie so ein Beschwörer-Ding, oder? A hulking black ring captain glares at you. Ich war da noch gar nicht. The other one, a weeping socket surrounded by recent burn wounds. You're not one of mine. You're not from headquarters either. Explain yourself, or I'll open you up and rip out an answer myself. His blade is inching out of its scabbard, even as he speaks. Dem Hauptmann in Almiras Tonfall sagen, dass er durch deine Sklavin mit dir spricht, dass sich niemand in den Weg zu stellen hat. Almira. Ja, Almira. Apologies, Mistress. I'd never have dreamed of questioning any thrall of yours. He bows and gestures for you to pass. Oh, das ist aber gemein. Gehen, dabei jedoch beiläufig nach dem schlimm verbrannten Ohr des Hauptmanns schnipsen. Ja! Thank you, Mistress. Pass freely. Geil. Es gefällt mir. Speichern. Oh, Schluck auf. Okay, schaut, das ist der Magier, oder? The Conjurer pays you no heed. She has eyes only for the portal swirling ahead under her control. It hungrily consumes the sea upwards, like a water spout. Der Schwarze Ring benutzt ein magisches Portal, um den Tempel zu fluten. Ja, aber das mag ich ja nicht. Das muss ja weg. Ein magisches Portal. Ich schau jetzt mal, wo es dann da lang geht. Eigentlich suche ich mir auch nur den bleichen Mann. Also quasi den Anführer vom Schwarzen Ring. Der sollte ja da irgendwo. Oh. Irgendwo sein. In einer Höhle oder so. Oh, da liegt wer. Der hat nichts dabei.
armer Kerl. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist... Ich muss doch da irgendwie... Wie weit komme ich denn da? Was, wenn ich mich da rüber porte? Kann ich nicht. Okay. Na gut, hat sich erledigt. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Sollen wir mit die Leiter reden? See how we turn the world the seven created against them? We drown their very temples with the oceans themselves. The God King will smile upon us. That conjurer laid waste to an entire temple in an instant. After we bled ourselves dry trying to take it. Whatever reward that was coming to us is all for her. The captain tries to angle the blade of his sword to catch a glimpse. Mistress Almira, how can I be of service? Oh, oh, oh. Ihm sagen, dass er sofort aufhören soll, den Ork-Tempel zu überfluten und seine Truppen zurückziehen soll. I can't, Mistress Almira. We have orders. The temple has to stay submerged. Ihn anknurren, dass er aufhören soll, am Wasser zu faulenzen und sich in Bewegung setzen soll. Auf der Insel wird noch gekämpft. Scheiße! I can't, Mistress. Orders. The captain tries to angle. Mistress Almira. The captain tries to angle. Mistress Almira. How can I be of service? Scheiße, das wäre jetzt gerade meine Chance gewesen, ne? Ich glaube, es wird nicht drum herum kommen, dass wir gegen den kämpfen. Wenn wir nicht noch irgendwas finden da jetzt noch. Was uns irgendwie weiterhilft, ich weiß nicht. Was ist das? Achso, ist noch Schildkröten. Ah, das soll mal wieder aktivieren. Schaut schon viel gemütlicher aus, so. Oi! Ganz ruhig, kleine Schildkröte, ganz ruhig. Keiner tut dir was, keiner tut dir was. Höhleneingang. Da ist der bleiche Mann drinnen. Schön, schön, schön. War da nicht noch irgendwo was? Nein. Na gut. Warum bin ich so aufgeregt gerade? Wir gehen jetzt mal rein. Schlammige Höhle. Was ist denn das? Excalibur. Schaut schön aus da. Achso, da geht's wieder raus. Okay. Wie schaut's schon wieder so noch Elfen aus? Wir wissen ja, dass die Elfen gerade nicht unbedingt gut auf uns zu sprechen sind. Ewiger Beschützer. Aha. Da können wir nicht hoch, okay.
Hilft die Greifwunzel so an. Lasst uns da noch geschwind ein bisschen looten. Elfenskelett. Okay, von der anderen Richtung können wir hin. Upa. Ich glaube, das schaut nach einem guten Kampf aus, liebe Leute, den wir da jetzt gleich haben werden. Das gefällt mir. Ewige Sturmklinge. Dieser mit Kerben übersäte Kehlenschlitzer ist das ideale Werkzeug beim Tauschen, Erpressen und Einschüchtern. Warum wird das da so arg bewacht? Das ist eigentlich nicht so ein gutes Schwert. Na gut. Okay, aber ja, es sind zwar gar kürzere Folgen. Aber ich kennt das. Ich weiß auch nicht, wenn ich da jetzt looten tue, wird dann sicher irgendwas auslösen wieder oder so. Ewiger Sturm. Ich kann das benutzen. Ey, jetzt bin ich aber echt schon gespannt, was das ist. Werden wir jetzt einmal kurz hinstehen. Ich werde jetzt eine Folgenpause machen, weil ich jetzt kurz noch wohin muss. Die Folgen ist etwas kürzer wie die anderen. Aber es macht nichts. Dafür erwartet uns in der nächsten Episode ganz sicher irgendein cooler Kampf mit diesen ewigen Beschützern, Wächtern, was auch immer. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.